Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich ein sehr spannendes Thema für dich, das Trockeneisstrahlen. Wir werden uns ganz genau ansehen, was Trockeneisstrahlen ist, wie es funktioniert und wo es überall eingesetzt wird. Natürlich werfen wir auch einen Blick auf die Anwendung in der Oldtimer-Szene, die Risiken, Sicherheitsvorkehrungen und vieles mehr. Bleib also dran! Zuerst aber einmal, was ist überhaupt Trockeneis? Trockeneis ist gefrorenes Kohlendioxid, CO2, und hat eine Temperatur von minus 78,5 Grad Celsius. Im Gegensatz zum normalen Eis geht Trockeneis nicht in den flüssigen Zustand über, sondern sublimiert direkt in ein Gas. Das bedeutet, es verdampft einfach. Gasförmiges CO2 selbst ist farblos und somit nicht sichtbar. Das, was wir dann als Rauch sehen, ist die Feuchtigkeit aus der Luft, die an dem immer noch kalten CO2 kondensiert und somit eine Art von Nebel bildet. Das zeige ich dir jetzt in einem Versuch, indem ich dem Trockeneis Wasser zufüge. Bitte aber nicht nachmachen, es kann gefährlich werden. Hier entstehen jetzt viele ganz kleine Mikrowassertröpfchen, die es so aussehen lassen, als ob würde das Trockeneis rauchen. Aufgrund dieser Eigenschaft wird dieser Effekt oft für Showzwecke verwendet. So gibt es auch Nebelmaschinen, die auf Basis von Trockeneis funktionieren. Ein wichtiger Punkt bei der Arbeit mit Trockeneis ist die richtige Lagerung. Trockeneis sollte in gut isolierten Behältern aufbewahrt werden, um die Sublimation zu verlangsamen. Lagere es niemals in luftverschlossenen Behältern, da der Druck durch das entweichende CO2 gefährlich ansteigen kann. Wie funktioniert das Trockeneisstrahlen? Beim Trockeneisstrahlen werden kleine Trockeneispellets mit hoher Geschwindigkeit auf die zu reinigende Oberfläche geschossen. Durch den Aufprall und die extreme Kälte sprengen sie den Schmutz ab, ohne die darunterliegende Oberfläche zu beschädigen. Der Schmutz löst sich dann von der Materialoberfläche und wird durch die Sublimation des Trockeneises entfernt, ohne Rückstände zu hinterlassen. Die Geschwindigkeit der Trockeneispellets ist beim Strahlen beeindruckend. Sie werden mit bis zu 300 Meter pro Sekunde und mit einem Druck von 6 bis zu über 13 Bar auf die Oberfläche geschossen. Das entspricht etwa der Schallgeschwindigkeit. Diese hohe Geschwindigkeit sorgt dafür, dass der Schmutz sehr effektiv entfernt wird. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie die Trockeneispellets überhaupt hergestellt werden. Kohlendioxid wird in einem speziellen Verfahren unter hohem Druck verflüssigt. Dieses flüssige CO2 wird dann durch kleine Düsen expandiert, wodurch es schlagartig abgekühlt und zu Schnee wird. Der CO2-Schnee wird anschließend in Pellets gepresst. Diese können dann in der Strahlmaschine verwendet werden. Die Einsatzgebiete vom Trockeneisstrahlen. Das Trockeneisstrahlen wird in vielen Bereichen eingesetzt. Von der Reinigung von Industrieanlagen über die Entfernung von Graffiti bis hin zur Denkmalpflege. In der Oldtimer-Szene ist es besonders nützlich, um alte Lacke, Rost, Öl und Schmutz zu entfernen. Dadurch sehen die Fahrzeuge nach der Behandlung fast neuwertig aus. Trockeneisstrahlen bei den Oldtimern. Für die Oldtimer-Fans ist das Trockeneisstrahlen ein echter Gamechanger. Es ermöglicht die gründliche Reinigung vom Motorraum, Unterboden und Karosserie, ohne dass das Material oder die Lackierung beschädigt werden. Das ist besonders wichtig, um den Originalzustand der Teile zu erhalten. Die Risiken und Sicherheitsvorkehrungen. Natürlich gibt es auch Risiken beim Trockeneisstrahlen. Deshalb soll man Folgendes beachten. Die extrem niedrigen Temperaturen können zu Erfrierungen führen. Und das Einatmen von CO2 kann gesundheitsschädlich sein. Deshalb ist es wichtig, Schutzkleidung zu tragen, gut zu lüften und stets die Bedienungsanleitung der Maschinen zu beachten. Wo funktioniert das Trockeneisstrahlen nicht? Trockeneisstrahlen ist nicht für alle Materialien geeignet. Empfindliche Oberflächen wie dünne Bleche, weiche Kunststoffe oder manche Lacke können beschädigt werden. Auch bei porösen Materialien, die das CO2 aufnehmen können, ist Vorsicht geboten. Trockeneisstrahlen und der Rost. Eine häufige Frage ist, ob Trockeneisstrahlen zum Entrosten geeignet ist. Trockeneisstrahlen kann leichten Oberflächenrost entfernen, ist aber nicht die geeignete Methode für stark verrostete Bereiche. Für tiefergehenden Rost sollte man auf mechanische oder chemische Entrostungsmethoden zurückgreifen.
Also zusammenfassend kann man sagen, dass das Trockeneisstrahlen für die Rostbeseitigung nicht geeignet ist. Die Kosten und der Zeitbedarf. Die Kosten für das Trockeneisstrahlen variieren je nach Anbieter, Umfang der Arbeit und der Region. Im Schnitt kann man aber etwa 50 bis 150 Euro pro Stunde rechnen. Der Zeitbedarf hängt von der Größe und dem Zustand des Fahrzeuges ab. Eine gründliche Reinigung des Unterbodens kann etwa 3 bis 5 Stunden dauern, während die Motorreinigung in der Regel 1 bis maximal 2 Stunden in Anspruch nimmt. Obwohl das Trockeneisstrahlen nicht gerade günstig ist, wird es nicht nur in dem hochpreisigen Fahrzeugsegment eingesetzt, sondern aufgrund der überzeugenden Eigenschaften auch bei erschwinglichen Oldtimern. Die Vorbereitung für das Trockeneisstrahlen. Bevor man mit dem Trockeneisstrahlen beginnt, muss das Fahrzeug gut vorbereitet werden. Das bedeutet, empfindliche Teile abdecken, sensible Elektronik schützen und lose Verschmutzungen vorher am besten entfernen. So stellt man sicher, dass das Trockeneisstrahlen effektiv, zeitsparend und sicher durchgeführt werden kann. Weitere interessante Fakten. Wusstest du, dass Trockeneisstrahlen schon seit den 80er Jahren verwendet wird? Diese Methode wurde ursprünglich in der Luft- und Raumfahrtindustrie entwickelt, um sensible Bauteile zu reinigen, ohne sie zu beschädigen. Das Trockeneisstrahlen ist nicht nur effektiv, sondern auch umweltfreundlich. Da keine chemischen Reinigungsmittel verwendet werden, entstehen keine giftigen Abfälle. Das verwendete Kohlendioxid stammt oft als Nebenprodukt aus anderen industriellen Prozessen, was die Umweltbilanz weiter verbessert. Die Preise für ein Trockeneisstrahlgerät, abhängig von dem Hersteller und der Qualität, beginnen in einem einstelligen Tausenderbereich und können sogar bei über 30.000 Euro liegen. Somit ist es nicht für jeden erschwinglich, aber zum Glück gibt es auch Leihgeräte. Ich hoffe, du hast jetzt einen etwas besseren Überblick über das Thema Trockeneisstrahlen und seine Vorteile, besonders für die Oldtimer. Schreib mir deine Meinung zu diesem Thema in die Kommentare und schau dir die Produkte an, die ich dir in der Videobeschreibung verlinkt habe. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass den Daumen hoch und abonniere diesen Kanal, um weitere Videos nicht zu verpassen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.